Hallo und herzlich willkommen zurück bei Maris Salon de Livre und die Rache des Sub. Das Resümee, das zweite Halbjahr 2022. Und schon wieder fehlt der dramatische Soundeffekt, dieses Don, don, don. Ich muss endlich auf die Suche gehen und schauen, dass ich was ganz, ganz Gutes finde, weil das, was mir bisher ins Ohr geschossen ist, war nicht geeignet. Rache des Sub Light Resümee 2022, zweites Halbjahr. Ja, es gab 7 Monate mit Rache des Sub und da sind mir einige Bücher aufgefallen, die seit ewigen Zeiten bei mir liegen und leider noch nicht gelesen wurden. Ich hatte mir ja selbst dann mehr oder weniger die Aufgabe gestellt, irgendwas mit diesen Büchern zu machen. Entweder muss ich sie lesen, wenn sie gelesen sind, juhu, alles gut. Falls nicht, hatte ich die Möglichkeit zu sagen, ich habe zumindest versucht anzufangen zu lesen, habe es dann begonnen und für mich gesagt, okay, ich möchte schon weiterlesen, aber es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Oder aber, ja, fertig, ich mache es nicht weiter, mir gefällt es nicht, ich sortiere es aus. Bücher, die aber bleiben, ungelesen oder ungetried, wie auch immer, da gibt es einen Strafzoll. Und zwar für diese Sparbüchse, die ich da habe, habe ich mir überlegt, dass für Hardcover, die bei mir bleiben, müssen 5 Euro bezahlt werden, für Club Brochures 3 Euro und für Taschenbücher 2 Euro. Das Geld, wenn es dann ein bisschen mehr ist, summentechnisch, dann werde ich es aufrunden und einem guten Zweck zuführen. Und ich sage es wieder dazu, nein, der gute Zweck ist nicht, kauf dir neue Bücher, sondern ich werde es wahrscheinlich einer Tierorganisation oder dergleichen überweisen, weil es soll ja schon ein wenig wehtun, unter Anführungszeichen, und dann kann jemand anderer von dem Geld profitieren. Gehen wir in medias res und beginnen mit dem Juli 2022, und da habe ich mir die Monate Juli 2017, 2018 angesehen. Ich habe damals ja noch keine Videos gedreht, ich hatte zwar einen Blog, aber ich habe mir nicht ganz genau aufgeschrieben, was ich denn gekauft habe, und deswegen ist es eine Rache des Sub Light gewesen. Naja, und im Juli 2017 kann ich froh verkünden, gab es nichts für die Rache. Bin ich ganz froh. Habe mich sehr gefreut. Ich habe mir das Video jetzt nochmal angesehen. Ich habe mich wirklich gefreut. Es hat einen Happy Dance gegeben. Der August war dann ein bisschen anders. Da haben es gleich 3 Bücher auf die Liste geschafft. Also 3 Bücher für die Rache des Sub. Buch Nummer 1 war One Small Thing von Aaron Watt. Ich muss euch das Cover einblenden. Erschienen bei Piper. Übersetzt von Franzi Berg. Ich hatte das Glück, dass das Buch paar Wochen davor ausgewählt wurde für Pick My Sub, und ich habe es dann tatsächlich sehr, sehr schnell zur Hand genommen und gelesen. Es ist ein Jugendroman, es ist eine Jugendliebesgeschichte, es geht um eine junge Frau, die ihre Schwester verloren hat, die, glaube ich, 1 oder 2 Jahre älter, oder waren es Zwillinge, ne? Nein, es war ihre Schwester, die bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, und ihre Eltern beschützen sie jetzt und sitzen auf ihr drauf wie die Glucke auf ihren Küken. Und darunter leidet sie natürlich sehr, weil sie eigentlich im Grunde genommen kaum etwas mehr darf. Und sie schleicht sich immer wieder mal raus. Ist natürlich auch nicht die nette, feine englische Art. Aber sie rebelliert natürlich gegen das Ganze, verliebt sich auf einer Party in einen jungen Mann. Das ist natürlich wieder komplett der Falsche. Und daraus entspinnt sich dann eine Geschichte. Die Grundgeschichte an sich war nicht so uninteressant. Natürlich ist das Ganze ein bisschen komplizierter und hat mir einfach ein bisschen zu viel Dramatik gehabt für ein Jugendbuch. Auch das Ende war realistisch. Also das war das, wo ich mir gesagt habe, okay, mit dem Ende kann ich gut leben. Aber es war jetzt kein Buch, das ich mir in das Regal stellen wollte. Deshalb ist es dann auch recht zügig ausgezogen, weil das mache ich ja seit dem letzten Jahr. Wenn mir Bücher nicht gefallen, dann bleiben die nicht mehr bei mir, sondern ich lasse sie ausziehen. Gut, nächstes. Ja, da haben wir noch was. Da ist sogar noch das Lesezeichen drin, ein Hardcover von Tamsin Murray, Für immer und einen Herzschlag. Erschienen bei Planet, und übersetzt wurde das Buch von Julia Gehring. In dem Buch geht es um einen jungen Mann, der, ich glaube, ein Herz braucht. Ja. Also der
eine Herzerkrankung hat und der ein Herz braucht und im Krankenhaus liegt. Die Parallelgeschichte ist von einer jungen Frau, die einen Bruder hat und der bei einem Unfall schwer verletzt wird. Dieser Bruder kommt genau in dieses Krankenhaus und ihr könnt euch vorstellen, Herzschlag und so weiter. Ich habe es begonnen, es wird also noch da bleiben. Ich konnte nur nicht weiterlesen, weil es mich zu dem Zeitpunkt einfach, wie soll ich sagen, zu sehr bedrückt hat und es war echt heftig. Wobei ich aber schon wissen will, wie die beiden dann mit dieser Situation umgehen, weil ich kann mir vorstellen, dass das extrem schwer zu akzeptieren ist, auch für die Eltern. Und das wird auf jeden Fall da bleiben, weil ich es unbedingt weiterlesen möchte. Ich möchte wissen, wie das sich entwickelt, was da herauskommt. Und eigentlich wäre es ja so mit der Rache des Sub, ich habe es angelesen, entschieden, dass es da bleibt, weil ich es eigentlich noch weiterlesen möchte und fertig lesen möchte, wäre es von der Rache des Sub eigentlich befreit. Jetzt bin ich aber so, weil das schon so lange bei mir liegt, das ist jetzt wirklich sehr, sehr lang, dass ich mir sage, okay, es bleibt bei mir, aber ich werde dem Ganzen jetzt doch meinen Obolus entrichten. Ich habe hier extra schon was vorbereitet, und zwar, weil es ein Hardcover ist, sind es 5 Euro. Ich muss das jetzt kleiner machen, weil sonst passt das da gar nicht rein. Nein, nochmal. Die 5 Euro, die dann in diese Büchse wandern. Ihr seht, es ist drin. Es ist verschlossen, also ich habe da tatsächlich einen kleinen Schlüssel und irgendwann werde ich es öffnen, leeren und überweisen. Für immer und einen Herzschlag. Es hat mich damals wirklich, es gab so den Moment, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, mein Herz ist gebrochen und konnte dann nicht mehr weiter tun. Aber es muss weitergelesen werden, weil hier ist eins meiner Lieblingslesezeichen drin von Schottland. Also kann ich es gar nicht weggeben. Im August 22 hat sich dieses Thema irgendwie verfestigt. Wir haben bei dem nächsten Buch die gleiche oder ähnliche Ausgangssituation wie bei One Small Thing von Aaron Watt. Und zwar spreche ich von Glücksspuren im Sand von Rachel Bateman. Erschienen bei Heine Fliegt und übersetzt wurde es von Ute Prammertz. Wir begleiten hier Anna, die ihre Schwester verloren hat, ihre ältere Schwester beim Unfall, und es ist interessant, wie unterschiedlich die Familien umgehen mit diesem Tod. Und Anna ist irgendwie so in einem luftleeren Raum und war es, okay, jetzt kamen die Ferien und da war irgendwas Besonderes geplant und das wird jetzt nicht stattfinden. Und na. Sie findet dann bei ihrer Schwester eine Bucketlist. Eine Bucketlist mit Dingen, die sie im Sommer machen wollte. Und sie nimmt sich dieser Bucketlist an, wird begleitet von ihrem Nachbarn, von einem jungen Mann, der beste Freund von Storm war, und gemeinsam versuchen sie einfach über diese Tragödie, über diesen Tod hinwegzukommen. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das war so extrem emotional geschrieben. Da sind mir die Figuren so viel näher gewesen als wie bei One Small Thing. Da hat mir auch das Ende dann irre gut gefallen. Das war rund und realistisch und hoffnungsvoll. Also das Buch ist gelesen, wird bei mir im Regal bleiben, weil ich es wirklich toll finde. Also wenn jemand etwas haben will, um vielleicht einer Jugendlichen das Thema ein bisschen näher zu bringen, ohne dass man da irgendwas zerstört oder so, dann ist das definitiv sehr, sehr gut geeignet. Das ist, man muss weinen, eh klar, aber es gibt ganz viel zu lachen. Es gibt viele Dinge, die einen zum Schmunzeln bringen, wo man sagt, hey Mädchen, du hast das vollkommen auf der falschen Seite angepackt und so. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Auch noch dazu, sie fahren ans Meer, an die Ostküste und, glaube ich, fahren sogar weiter auf die Outer Banks. Da war ich schon, und das ist so, wenn man irgendwo schon mal war, dann kann man sich das ganz sehr viel besser vorstellen und hat dann einfach mehr Bezug. Glücksspuren im Sand auf jeden Fall gelesen. Im September hat dann die Rache auch nochmal zugeschlagen. Wir haben auf der Liste die 1000 Teile meines Herzens von Colin Hoover, erschienen bei DTV und übersetzt von Katharina Gansland. Ich muss euch hier das Cover einblenden, weil das Buch ebenfalls schon ausgezogen ist. Die 1000 Teile meines Herzens war auf der 12 Books in 12 Months Liste und ich habe es angefangen und musste es nach 50, 60 Seiten leider abbrechen, weil ich keine Dreiecksgeschichten
mag. Es ist vielleicht keine wirkliche Dreiecksgeschichte, ja, aber ich bin mit dieser Ausgangssituation nicht zu Rande gekommen. Ich konnte dann auch nicht mit der Familiensituation umgehen. Die hat mich genervt ohne Ende. Es tut mir leid. Da konnte ich nicht darüber hinwegsehen. Das ging mir zu weit. Und deshalb habe ich nach 50, 60 Seiten gesagt, okay, das war's. Für mich ist das nichts. Es gibt noch mehr Colin Hoover Bücher, die ich nicht mochte. Und die 1000 Teile meines Herzens war definitiv nichts. Ich hatte es aber schon in Verdacht, dass das nichts, dass das einfach nicht mir entspricht. Und ja, ich habe es angelesen, abgebrochen, es ist nicht mehr da. Kein Fall für die Sparbüchse. Im September gab es noch ein weiteres Buch auf der Liste. Und zwar 175 Tage mit dir von Tina Köpke, erschienen im Romance Edition Verlag. Und ist leider immer noch ungelesen. Das ist der zweite Teil einer Dilogie und den ersten Teil habe ich gelesen, sehr, sehr gemocht und ich finde es total schräg und seltsam, dass ich das noch nicht verschlungen habe. Das ist die Little Springs Reihe und der erste Teil war 125 Tage Leben. Fand ich toll, ich mochte die Ausgangssituation und wie sich es dann entwickelt hat und man kann es, glaube ich, unabhängig voneinander lesen, aber da ich den ersten mochte, warum sollte ich denn den zweiten nicht mögen? Amalia ist nach dem Rauswurf auf der Suche nach einem Zimmer, in dem sie bis zum Sommer wohnen kann. Sie will ihr Leben auf eigene Faust auf die Reihe bekommen und die Situation vor ihren Vätern verheimlichen. Da kommt ihr das Aufeinandertreffen mit Riley gerade recht, der ihr nicht nur ein Zimmer in der WG anbietet, sondern auch eine ziemlich stabile Schulter zum Anlehnen. Dass Amelia mit ihrem verrückten, abenteuerlustigen Gemüt sein Leben gehörig auf den Kopf stellt, wirft jedoch eine ganz neue Art von Problemen auf, mit denen man erstmal gewachsen sein muss. Klingt richtig nett und erster Teil war gut. Ich kann es nicht weggehen. Es tut mir wirklich leid, ich kann es nicht weggehen. Es muss da bleiben und das bedeutet, es ist ein Taschenbuch, sprich, es klingelt schon wieder. 2 Euro pro Taschenbuch. Ah ja, das kann ich da nicht reingeben. Da passen die 2 Euro gar nicht rein. Das ist jetzt doof. Okay, ich muss schauen, ich habe leider kein Kleingeld. An das habe ich jetzt mich nicht mehr erinnert. Ich lege es jetzt da drauf und am Ende würde ich es dann hinein, also aufsperren, hineingeben und ihr wisst, was ich meine. Kommen wir, das war im September dann alles. Wir haben dann im Oktober noch ein Buch und das ist tatsächlich eine Schande. Wirklich, wirklich eine Schande. Es tut mir auch sehr, sehr leid, aber wir haben noch ein Buch, wo es klingen wird. Glückssterne von Claudia Winter, erschienen im Goldmann Verlag. Ich habe sonst alles von Claudia Winter gelesen. Es kommt jetzt im Mai oder im Juni was Neues. Und ich freue mich wie irre. Das spielt auch noch dazu in Schottland. Und ich habe es nicht gelesen. Warum? Warum? Ich lese euch kurz nochmal vor, um was es geht. Karriere, Heirat, Kinder. Josephine weiß genau, was sie vom Leben erwartet. Doch kurz vor der Hochzeit brennt ihre Cousine mit einem Straßenmusiker nach Schottland durch, den legendären Familienring im Gepäck, den die Braut bei der Trauung tragen sollte. Als ihre abergläubische Großmutter daraufhin der Ehe ihren Segen verweigert, besteigt Josephine notgedrungen den Flieger und gerät in den verregneten Highlands von einem Schlamassel in das nächste. Nicht nur einmal muss der charismatische Konditor Aiden der Braut ins Spe aus der Patsche helfen. Dabei kann sie diesen Charmeur nicht einmal leiden. Aber der Zauber Schottlands lässt niemanden unberührt und schon bald passieren seltsame Dinge, die so gar nicht in Josephines Lebensplan passen. Warum? 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 Ich habe dafür keine Antwort. Es tut mir leid. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Aber es kann nicht ausziehen. Es spielt in Schottland. Es ist von Claudia Winter. Ich kann da gar nicht gehen. Und ich mag das Cover. Und jetzt mal, wenn ich es anschaue, habe ich Lust auf Waffeln. Ihr wisst, was das bedeutet. Es ist ein Taschenbuch. Nochmal 2 Euro, die gerade nicht hineinpassen. Okay, im November war die Liste leer. Im Dezember war die Liste leer. Damit war das Jahr 22 oder beziehungsweise eigentlich die Jahre 17 und 18 abgehandelt.
Das Resümee bedeutet also, ja, drei Bücher sind so gelandet, dass ich sie bezahlen muss, dass ich einen Obolus entrichten muss und ist halt so. Ich versuche jetzt, das zu öffnen. Also ich werde da jetzt kurz schneiden, weil ich bin, was das angeht, nicht sehr geschickt und das würde dann Minuten dauern, bis ich das befreit habe und geöffnet habe. Und ja. Tada! Schlüssel! Ich öffne es. Ich schaue nicht hinein. Drin. Ich versperre es auch gleich wieder. Ich bin einfach ungeschickt. Und so. Geschlossen. Da ist jetzt ein bisschen was drin. Also am Ende des Jahres 23 wird vielleicht ein bisschen mehr drin sein und dann kann ich das Ganze ja schon einmal zur Überweisung bringen oder vielleicht direkt ins... Ich glaube, am ehesten wird es Tierheim. Wir haben ganz in der Nähe am Mäntelberg ein Tierheim und das Tier und der Tiroler Tierschutzverein und die können immer Spenden gebrauchen, natürlich Geld, aber auch Sachspenden. Wobei Sachspenden gibt es bei mir immer, wenn ich irgendwo Tierbedarf kaufe, gibt es in allen Tierbedarfsläden bei uns eigentlich eine Schütte, wo man Essen und so weiter oder Dinge einfach abstellen kann und die werden dann in verschiedene Tierheime gebracht und verteilt. Das finde ich immer total nett, mache ich oft und gern, weil es mich kostet nicht viel, ich lege das hin und hoffe dann, dass es an die Stelle kommt, die das wirklich gut gebrauchen können. Die Rache des Sub, das Resümee aus dem Jahr 22 ist somit abgeschlossen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich es komplett vergesse, beziehungsweise es ist mir wirklich aus den Augen, aus dem Sinn, ihr versteht, was ich meine, habe also jetzt noch einige Bücher, die gelesen werden sollten. Ich lasse sie in der Nähe, es gibt so immer diesen separaten, diesen extra Stapel, wo ich Sachen hintue, wo ich mir sage, die sollte ich jetzt eigentlich lesen. Mal schauen, ob ich zu diesen jetzt doch greife, weil eigentlich klingen sie alle drei total gut. Drei Bücher aus dem zweiten Halbjahr 2022, die auf der Liste für die Rache des Sub gelandet sind. Ich habe sie mit meinem Strafzoll bezahlt und bin froher Hoffnung, dass ich sie im Jahr 2023 dann doch noch lesen werde. Schließlich sind das alles, das sind drei Bücher, die wirklich ungemein gut klingen und eigentlich mir entsprechen. Ich habe sie ja gekauft, weil ich mir gedacht habe, dass sie mir gut gefallen könnten. Davon gehe ich immer noch aus. Es ist jetzt keines da dabei von diesen dreien, wo ich sage, na, das spricht mich gar nicht mehr an. Ist ja auch schon mal ein Vorteil bzw. ein gutes Zeichen. Das war das Resümee. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen, tut euch selbst was Gutes, bleibt bitte gesund und vor allem sucht euch guten Lesestoff. Viert euch, bis bald!